So Leute, wir kommen heute zum neuesten Videoblog. Heute wollte ich euch mal ein bisschen was von unserem Studio zeigen. Ich hätte euch gerne was von außen gezeigt, wie das von außen aussieht, aber wir sind ja im Sauerland. Wenn ihr guckt, es regnet wie immer. Deswegen gehen wir mal direkt in den Laden rein. Ja, kommt mal mit. So, wir sind jetzt hier in unseren heiligen Hallen. Hier ist die erste Person, die zu uns gehört und die ich euch vorstellen möchte, ist der Alex. 18, ledig. Hobbys, Eisenbahn, was sind noch, was sind sonst noch deine Hobbys? Wassermalfarben, ja. Veganes Essen. Genau, veganes Essen, ganz wichtig heutzutage. Jutebeutel. Genau. Tattoofrei, ne? Gut, kennt ihr Tattoofrei? Seid ihr auf Facebook? Liken, sofort. Ist cool, müsst ihr euch mal angucken. Ja, Alex, sag mal ein bisschen was hier so zu uns und was wir so machen, was deine Aufgaben sind. Ja, ich bin quasi so der erste Berührungspunkt von euch, wenn ihr das Studio betritt. Viele haben mich auch schon per Facebook kontaktiert oder am Telefon gehabt. Erster Kontakt findet immer hier in der Theke statt. Ihr kommt also rein, schildert mir eure Ideen. Schildert euch, ist auch schön. Schildert richtig. Euch, warum ihr hier seid, was ihr hier wollt und wie ihr euch hier verlaufen habt. Und ja, dann geht es ja meistens darum, dass die Leute schon viel über Max gehört haben und seine Arbeiten. Und ja, ich bin dann quasi das Kommunikationsmittel, finde dann raus, was die Leute gerne haben möchten. Rede mit euch, rede auch offen mit euch, sage euch auch ehrlich meine Meinung zu euren Ideen, weil manche Sachen gehen halt gar nicht und wir sind halt dermaßen aufgestellt, dass wir lieber Kritik äußern und den Leuten sagen, ey, wir wollen, dass ihr wiederkommt, wir wollen, dass ihr von Tag 1 an mit uns zufrieden seid, 100%, da gibt es keine Alternative und ja, bisher sind wir damit am besten gefahren und das ist unsere Strategie. Gut, ich will euch mal eben kurz was zwischen, hast du Schärfe drauf? Komm mal mit rum hier, mal was zeigen. Hier, der Marco macht ja für uns die Videos, ne? Ich gucke hier gerade um die Ecke und sehe hier sowas. Ja? Ich habe schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich hoffe, die Schärfe und alles stimmt hier auf dem Video. Nicht, dass das irgendwie ein bisschen verwackelt ist oder so. Wir können mal weiter gucken hier im Laden. Ja? Hier haben wir ganz normal wie in vielen Tattoo-Studios einfach Flashes und so an der Wand hängen. Ich sammle viel Skateboard-Decks irgendwie, die ich auch einfach stylisch irgendwie aufhänge. So. Haben wir Flashbücher. Wenn die Leute reinkommen, die wirklich gar keine Ahnung haben, heutzutage ist das meistens eher so, dass die Leute vorher schon aus dem Internet wissen, was sie ungefähr wollen, aber manche Leute sind doch schon ganz ahnungslos, haben wir halt viele Sachen hier an Büchern, wo die Leute sich einfach angucken können, das und das gefällt mir, in die und die Richtung will es vielleicht gehen. Da gehen wir aber auch nochmal beim anderen Video drauf ein, was es überhaupt für Tattoo-Stile gibt und was für euch vielleicht der richtige Stil sein könnte. Hier ist eine schöne Couch, ne? Könnt ihr euch hinsetzen, könnt ihr euch lang machen. Wir haben das hier so gesplittet, dass das hier praktisch die Couch ist. Da setzen wir mal die bekloppten Leute hin. Hier vorne haben wir Kinosessel, ne? So alte Kinosessel. Und da kannst du dich dann hinsetzen und kannst dir die dann angucken. Machen wir auch oft so, dass wenn Mädchen im Sommer kommen, mit kurzen Röcken und so, ne? Setzen wir die schön dahin, setzen uns hier vor, machen das Beratungsgespräch schön, ne? Mit dem Blick dann nach da unten durch. Ja, das ist eigentlich so der Empfangsbereich. Gibt es noch viele andere Details, ne? Hier ein bisschen Tittenbücher haben wir auch immer da, so hier vorne, ne? Vieles, was mit unserem Style irgendwo zu tun hat, ne? So Chicano-Style ist ja so das, was ich viel mache, sind schon immer viele Sachen, die darauf hinweisen. Dann haben wir ein wichtiges Element, das ist so die Promi-Wand, ne? Mit vielen Leuten, die schon bei uns hier im Studio gewesen sind, bekannte Leute, Musiker, Schauspieler, die sich hier haben tätowieren lassen. Und ja, da gibt es einiges zu sehen und ja, mit der Zeit wird sich da wahrscheinlich auch noch mehr auf der Wand einfinden. Ne? Dann wollen wir mal weitergehen, ja, ein bisschen in die Tattoo-Bereiche. Gehen wir hier zu Marcel. So, jetzt sind wir hier bei Marcel im Tattoo-Bereich. Der Marcel ist gestern 18 geworden, hat heute seine Führerscheinprüfung bestanden. Ne, er ist natürlich nicht 18 geworden, aber er sieht immer so jung geblieben aus, wenn die kleinen Mädchen kommen zum Tätowieren, dann fragen die den immer, wie alt er ist und die denken immer, er ist 18, oder Marcel? Ja. Ja. Er macht hier seine Sachen halt, ne? Ist einer von den Leuten, die auch fest hier bei uns im Team sind, ja? Und ja, macht viele Sachen mit Farbe und so, solche Tribal-Geschichten, auch polynesische Sachen. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr euch bei Marcel melden. Hat jetzt auch einen Führerschein, könnt ihr euch dann noch später nach Hause fahren, wenn ihr nett seid und hübsch und so. Ja. Ne? Alles klar, wollen wir weitergehen, ne? So, jetzt sind wir in meinem heiligen Bereich. Der Kameramann hat gerade Probleme, da die Gebammel-Dinger da von der Kamera wegzukriegen. Ja, auf jeden Fall, das ist der Bereich, wo ich hauptsächlich mich aufhalte und wo ich tätowiere. Hier seht ihr, an den Wänden sind viele Stencils von Sachen, die ich gemacht habe. Sind viele Frauengesichter,
Chicano-Sachen mit Clown-Make-up, Statuen, alles Black and Grey Realistik, worauf ich mich halt spezialisiert habe. Hab hier auch wieder ein paar Skateboard-Decks hängen. Das eine Skateboard hier ist ganz interessant, das ist ein Original-Deck aus den 80ern. Das hat mein Onkel damals aus Kalifornien mitgebracht. Da sind noch alte, und ich glaube erster Münster Monster Mastership oder so, hier Unterschrift von Titus und so hier, ist ganz cool, ne? Ja, wie gesagt, hier sind noch andere Sachen, hier ist der Bereich, wo ich mich halt aufhalte und dann tätowiere am Kunden. Hier sind relativ viele Bilder von meinen Reisen und Aufenthalten in Kalifornien mit Freunden. Kannst du auch mal vielleicht ein bisschen näher kommen? Das ist ein Bild mit Compton David, dem sollten auch viele Leute bekannt sein aus der Tattoo-Szene. Der hat fast ein Ganzkörper-Tattoo von vielen guten Künstlern. Hier ist ein Bild, das habe ich in Nitties gemacht mit den Jungs in San Diego. Das ist ein Bild einfach mit Freunden, wo wir in irgendeiner Bar in Los Angeles rumgechillt sind. Ja, das ist es eigentlich, ne? So. Mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein.